Mesdames et messieurs, chers Compatriotes d'Outre-Rhin, jetzt hätte ich gerne auch Herrn Landry Charrier begrüßt, den Leiter des Institut Français, der leider heute Abend nicht teilnehmen kann wegen einer konkurrierenden Verpflichtung seiner Frau und ihr die Kinder hüten muss. So gehört sich das. Cher Fellow et surtout très cher Olivier Jean-Jean, auch der DLR ist heute hier prominent vertreten. Vielen Dank, dass Sie uns heute die Ehre geben. On this evening, Professor Dr. Olivier Jean-Jean, Legal Scholar at the University and current Fellow at the Cater Hamburger Center Recht als Kultur, will talk about the Geschichte der staatsrechtlichen Grundbegriffe in Deutschland und Frankreich, Grundlegungen zweier Kulturen des öffentlichen Rechts. Ein dramatischer Titel schon gleich. Er hat angekündigt, drei Gedanken nachzugehen für diejenigen, die jetzt übrigens das im Deutschen nicht verfolgen können. Il faut le dire qu'il y a un texte en français et vous pouvez suivre plus tard. D'accord? In einer methodisch-theoretischen Annäherung möchte er zunächst verdeutlichen, dass Recht an und für sich nicht existiert. Erst der Diskurs über das Recht und seine Unterteilungen, öffentliches Recht, Privatrecht, Völkerrecht etc., machen es zu einem wissenschaftlichen Gegenstand, einer Rechtswissenschaft. Das Recht ist nichts Vorgegebenes, sondern bedarf einer diskursiven Konstruktion. Damit stellt sich unmittelbar die Frage ein, ob wir es insofern hier, in diesem Vortrag, in dieser Perspektive, mit einem epistemologischen Konstruktivismus zu tun haben, der die Welt des Rechts erst durch seine begriffliche Bearbeitung als konstituiert ansieht. Wie verhält sich dieser Ansatz zu einer Art der Begriffsjurisprudenz, die zwischen Karikatur und Wirklichkeit in Begriffsbildungsstrategien ihr wissenschaftliches Heil sucht? Der zweite Teil des Vortrags soll sich einer historisch-komparativen Ebene widmen. Hier geht es um den merkwürdigen Tatbestand, dass das Recht der Moderne sich als Nationales entfaltet, aber zugleich in europäische und globale Kontexte eingebunden ist und auch in diesen transnationalen Kontexten reflektiert wird. So wird der Diskurs darüber, was Recht ist, stets international bzw. europaweit geführt. So war der deutsch-französische Austausch um 1900, für den sich Olivier Jean-Jean besonders interessiert, für beide Rechtskulturen, erst recht für die Genese der Soziologie als Wissenschaft, grundlegend und hat schließlich auch das öffentliche Recht entscheidend geprägt. Dies war Gegenstand seines Vortrags vor einem Jahr, bei dem wir die Crise allemande de la pensée française im Vorfeld des Ersten Weltkrieges mit Olivier diskutiert haben. Hieran werden wir heute noch von ihm erinnert werden. Aber wie ist eigentlich das deutsche Verwaltungsrecht, wie es von Otto Meyer systematisiert wurde, in diesem historischen Kontext einer Wechselwirkung der Wissenskulturen zu verstehen? Professor Jean-Jean wird uns vermutlich zeigen, dass sich die Konstruktion des modernen deutschen Verwaltungsrechts durch Otto Meyer nicht als eine bloße Rezeption des französischen Verwaltungsrechts verstehen lässt, sondern vielmehr als Ausdruck, so wie man das vielfach nachlesen kann, sondern vielmehr als Ausdruck einer Wechselwirkung zwischen den Postulaten einer deutschen Rechtswissenschaft und den Faktizitäten des damaligen französischen Verwaltungsrechts, einschließlich seiner rechtswissenschaftlichen Reflexion. Also ein wunderbares Programm, das sich in vielerlei Hinsicht in die Fragestellung von Recht als Kultur einfügt. Aber wer ist unser heutiger Referent eigentlich? Naja, die meisten wissen das schon, aber für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, würde ich gerne ein paar Hinweise geben. Olivier Jean-Jean ist einer der bekanntesten Verfassungsrechtler Frankreichs,
Also wenn wir unter uns wären, würdest du wahrscheinlich sagen, du bist der Bekannteste. Es gibt noch einen zweiten, das ist Olivier Beau, der ist auch sehr, sehr bekannt. Zum größten Ärger des öffentlich-rechtlichen Diskurses in Frankreich verstehen sich die beiden auch noch gut und sind miteinander befreundet. Also ist das nicht ganz so dramatisch. Er war an den Universitäten Burgund und Straßburg tätig, bevor er im Jahr 2014 den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität Panthéon-Assas-Paris II übernahm. Seit 2004 ist er zudem Honorarprofessor an der Universität Freiburg im Breisgau. Auch das schon ein Indikator für Orientierungen seiner Arbeit. Seine Forschungsschwerpunkte sind das öffentliche Recht im Allgemeinen. Überdies wird er als Kenner des deutschen Verfassungsrechts auch in Deutschland besonders geschätzt. Rechtstheorie und juristische Methodenlehre, Geschichte des juristischen Denkens gehören zu seinen weiteren Forschungsschwerpunkten. Inwieweit das für die Rechtsgeschichte im Allgemeinen gilt, dazu wirst du wahrscheinlich noch etwas sagen. Aufgrund seiner Kenntnisse des deutschen Rechts gilt er als wichtiger Mittler zwischen der deutschen und französischen Rechtslehre. Diese Mittlerrolle fand 2007 mit dem Humboldt-Forschungspreis für ausländische Geisteswissenschaftler eine ganz besondere Anerkennung. Im Jahre 2010 wurde er in die Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer aufgenommen und in Saarbrücken dann auch einen viel beachteten Plenarvortrag in dieser exklusiven Runde zu halten, in der du, glaube ich, als erster Ausländer in diesem Sinne, der weder Österreicher noch Schweizer, also sprachliche Ausländer, meine ich selbstverständlich, überhaupt aufgetreten und aufgenommen worden ist. Nach einem ersten Forschungsaufenthalt von Mai bis September 2017 ist Olivier Jean-Jean seit Februar erneut Fellow am Käthe-Hamburger Kolleg Recht als Kultur hier in diesem Hause. Zur Identität des Wissenschaftlers gehört sein Werk. Das ist besonders eindrucksvoll. Und ich kann davon natürlich nur wenige Ausschnitte hier vermitteln. Über das Gleichheitsprinzip vor dem Recht als Gegenstand verfassungsrechtlicher Kontrolle, eine Arbeit von 1990. Une histoire de la pensée juridique en Allemagne von 2005. Justifier l'injustifiable l'ordre du discours juridique nazi. Ein Versuch, die Rechtswissenschaften dieser Zeit als eine juristische Dogmatik zu lesen. In Teil. Von 2016, es gibt darüber eine Debatte auch mit Michael Stolleis, die ausgesprochen interessant ist. Arbeiten zu Ernst Wolfgang Böckenförde, die von ihm verfasst worden sind, zu Hermann Heller, Fragen der Terrorismusbekämpfung oder auch solche, die sich mit der Cour constitutionnelle fédérale et l'autorité de la justice en Allemagne befassen, gehören zu seinem Spektrum. In das schließlich auch im Jahre 2015 die Dokumentation einer Tagung fiel, Le Moment 1900, Kritik sociale et Kritik sociologique du droit en Europe et aux États-Unis, die in Panthéon Assas Paris II erschienen sind 2015. Ich wäre beinahe auch in diesem Band erschienen, aber aus irgendeinem Grunde ist der Vortrag, den ich seinerzeit gehalten hatte, von mir ein paar Tage später erst fertig geworden. Hier ist ja auch eine ganze Menge zu tun im Hause. Dans ce sens, je me suis permis de demander, dans mon livre Voyage sociologique, France-Allemagne, est-ce qu'il y a deux habitudes de penser le social, deux habitudes de cœur, des habitudes du collectif, mais peut-être aussi deux habitudes de constituer le droit administratif. Gibt es also zwei unterschiedliche Arten, Rechte zu denken, die Sozialität zu denken, das Kollektive zu denken oder gar auch Verwaltungsrecht zu denken. Also eine französische, eine deutsche Variante, ist das nicht zu schlicht und zu einfach. C'est à toi, le flanc est yours. Und nochmals, cher Olivier, bienvenue encore une fois au Centre Droit comme Culture. So,
lieber Werner, ganz herzlichen Dank für diese Worte. Und ganz herzlichen Dank an alle Direktoren dieses wunderbaren Kollegs für die Aufnahme und für den Aufenthalt, den ich gerne dieses Jahr wiederhole, nach 5 Monate letztes Jahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Fellows, meine Damen und Herren, der Vortragstitel, den Sie lesen können, weist eigentlich viel mehr auf mein neues Forschungsprogramm als auf den genauen Inhalt meines Vortrages hin. Ich hoffe, niemand erwartet von mir, dass ich in etwa 45 Minuten diesem sehr vielversprechenden Thema und Titel ernsthaft nachkommen werde. Ja. Aber ein paar Worte zum Forschungsprogramm. Das ist neu oder fast neu. Große Ergebnisse sind deshalb noch nicht da. Ein kleines werde ich doch heute Abend zum Schluss noch vorstellen können. Ein Gesamtbild lässt sich dennoch noch nicht schildern. Im heutigen Vortrag werde ich mich also darauf beschränken, die Voraussetzungen, die Richtlinien, den Gedankenweg darzustellen, die ich mit dem Programm in Verbindung setze. Mein Vorhaben ist, dieses Programm nicht heute Abend, sondern in den kommenden 10 Jahren zu erledigen, zu entwickeln. Anders gesagt, bis Ende meiner akademischen Karriere. Damit ist gegenüber meinem bisherigen Forschungsprogramm ein gewisser Wechsel angekündigt, der sich allerdings auch als eine modifizierte Fortsetzung desselben verstehen lässt. Seit etwa 25 Jahren liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit in der geschichtlichen Entwicklung der modernen deutschen Staatsrechtslehre des 19. und 20. Jahrhunderts. Selbstverständlich habe ich mich auch mit Fragen des heutigen positiven Rechts in Deutschland sowie in Frankreich beschäftigt. Dennoch galt mein Hauptaugenmerk dieser modernen Staatsrechtswissenschaft in Deutschland. Meine Idee war doch, von Anfang an die folgende gewesen. Diesen Abstecher nach Deutschland für das Verständnis des französischen öffentlichen Rechts so weit wie möglich fruchtbar zu machen. Nicht in dem Sinne, was könnten wir bzw. was müssten wir Franzosen aus Deutschland importieren. Nein, nein, nein. Das Unternehmen der Rechtsvergleichung ist doch kein Import-Export-Unternehmen. Auch juristische Rezeption ist eine komplexe Arbeit einer Rechtsordnung, nicht nur an das andere Rechtssystem, sondern auch und vielleicht sogar in erster Linie an sich selbst, an sein Immunsystem, an der Rezeption des Rechtsbetriebs steht nicht die lächelnde Empfangsdame, die sagt, was kann ich für Sie tun? Nein, wir müssen selbst das tun. Meine Idee, die anfänglich eine intuitive war, war vielmehr, dass die Auseinandersetzung mit einem nahestehenden und zugleich anders geachteten Recht uns Franzosen zu einem besseren Verständnis des eigenen Rechts bringen konnte. Und ich muss gestehen, dass diese Intuition mit der Zeit sich bei mir immer mehr verfestigt hat. Es war nun also höchste Zeit, dass ich meiner Forschung diesen leichten und jeder entscheidenden Kurswechsel gab. Es handelt sich also nicht um einen Bruch, sondern um eine Biegung, die mich zu einer echt vergleichenden Perspektive führt.
Mit dem heutigen Vortrag möchte ich diese Perspektive und ihre moderaten, theoretisch-methodologischen Voraussetzungen klären und zur Diskussion bringen. Und dies werde ich, wie angekündigt, in drei Etappen nachgehen. Drei-Gänge-Menü. Also. Erstens werde ich das zugrunde liegende theoretisch-methodologische Konzept erläutern, das mir seit 20 Jahren immer klarer geworden ist, hoffe ich zumindest, und das ich im Rahmen des modifizierten Programms weiterführen werde. Zweitens werde ich es versuchen zu zeigen, aber ganz kurz, warum das Moment 1900 als Knotenpunkt der Wechselbeziehungen zwischen den deutschen und französischen Staatsrechtslehren für die Grundlegung zweier Kulturen des öffentlichen Rechts entscheidend war und heute noch prägend ist. Und zum Schluss werde ich mein Gesamtvorgehen durch ein besonderes Beispiel veranschaulichen. Und zwar geht es dann um die Konstruktion des modernen Verwaltungsrechts in Deutschland durch Otto Meyer. Was bedeutete das Programm Otto Meyers? Erster Punkt. Ich habe erst vor kurzem bemerkt, dass die Webseite dieses Kollegs mich als Rechtshistoriker und Rechtsphilosoph vorstellt. Rechtsphilosoph ist eine große Ehre, die für mich zu schwer zu tragen ist. Ich bin zwar in Philosophie interessiert, aber der Weg ist noch sehr lang, bis ich zum Philosoph werde, auch nur Rechtsphilosoph. Ich bin aber ganz sicher, dass ich kein Rechtshistoriker bin. Und der Grund dafür ist ganz einfach. An Geschichte bin ich nicht interessiert. Es ist provokativ gesagt, und es meint eigentlich, dass die Geschichte auch und auch die Rechtsgeschichte nicht mein Erkenntnisinteresse ist, was ganz was anderes ist. Ich bin Staatsrechtler und mein Erkenntnisinteresse gilt also dem Staatsrecht. Und jeder Staatsrechtler darf sich einmal fragen, was ist doch das, das Staatsrecht? Wie jeder Jurist darf sich auch fragen, was ist doch das, das Recht? Im ersten Teil seines Systems der öffentlichen subjektiven Rechte, 1892, erste Auflage, schreibt der Staatsrechtler und Rechtsphilosoph, er verdient diesen Titel, Georg Jelinek, die eigentlich rechtswissenschaftliche Frage lautet nicht, was ist das? Was ist der Staat? Was ist das Eigentum? Das subjektive Recht und so weiter. Sondern wie ist es zu denken? Ich zitiere, wie muss das Eigentum, als Beispiel, gedacht werden, damit alle auf dasselbe sich beziehenden Normen zu einer widerspruchslosen Einheit zusammengefasst werden können. So fuhr Jelinek eine wichtige Unterscheidung, zwar unter Juristen, in einer heute relativen Vergessenheit geraten, aber eine wichtige Unterscheidung zwischen Substanzbegriffen und Funktionsbegriffen. Rechtsbegriffe besagen nicht die Substanz, das Wesen des gedachten Dinges. Jelinek war eine neukantische Position. Sie prägte noch den jungen Kelsen 1911 in seiner Habilitationsschrift, Hauptproblem der Staatsrechtslehre. Und in seiner eigenen allgemeinen Staatslehre, erste Auflage 1900, nahm Jelinek die Frage nach der Begriffsbildung in der Rechtswissenschaft wieder mal. Und dort findet man einen wichtigen Beitrag zur Typenlehre, die Max Weber, sein Kollege und Freund in Heidelberg, in seinem berühmten Aufsatz zur Objektivität in der Sozialwissenschaften 1905 weiterentwickelte. Es war die Lehre des Idealtypus, wie man weiß. Nach einer solchen neukantischen Ansatz bei Jelinek ist ein Rechtsbegriff
wie auch ein sozialwissenschaftlicher Begriff, das Ergebnis einer Arbeit des erkennenden Subjekts an die empirische Wirklichkeit. Der Webersche Idealtypus, wie wir es wissen, ist ein Gedankenbild. Diese Bildmetapher muss weitergeführt werden. Ein Begriff ist eine Art Optik. Anhand dieses Instruments setzt der erkennende Subjekt den Rahmen. Er bestimmt die Tiefenschärfe, verarbeitet die Kontraste. Der Begriff ist das Instrument, wodurch der erkennende Subjekt das von ihm konstruierte Gegenstand oder Objekt sehen kann. Und dadurch wird das Objekt, das nicht das Ding ist, das Ding an sich, eingestellt, also mis au point, und zur Erkenntnis vorbereitet. Das bekannte neukantische Diktum lautet, das erkennende Subjekt muss erst das zu erkennende Objekt konstruieren. Konstruktivismus ist es. Die Bildmetapher kann bis auf Kant selbst zurückgeführt werden, indem er schrieb den folgenden wohlbekannten Satz: Der Begriff ohne Anschauung ist zwar leer, aber die Anschauung ohne Begriff ist blind. Der Begriff macht uns weniger blind. Wir sehen dadurch. Diese Einstellung des Rechtsbegriffs durch Jelinek, also sein Begriff von Begriff, scheint mir damals in der deutschen Diskussion der bessere Weg zu sein, um der harschen Kritik Jährings gegen die sogenannte Begriffsjurisprudenz zu entfliehen. Mit Begriffsjurisprudenz meinte Jähring eigentlich eine Art gewöhnlichen, unreflektierten Platonismus, das bei Juristen wie bei Menschen überhaupt unbemerkt floriert und grassiert. Man dürfte sagen, Rechtsplatonismus oder Rechtsessentialismus. Das positive Recht würde sich an reinen Ideen und Begriffen nähren im, was Jähring nannte, Begriffshimmel. Aber das sind nicht die Begriffe nach Jelinek, diese Funktionsbegriffe. Rechtsbegriffe dienen jedoch dazu, in dieser Welt zu handeln und nicht nur diese Welt zu betrachten. Deshalb sind sie auch Funktionsbegriffe. Als Jähring selbst sich gegen das hergebrachte formalistische Begriff des subjektiven Rechts als Willensmacht aufgelehnt hat, als er davon bewusst wurde, dass mit diesem sogenannten formalen Begriff des subjektiven Rechts Entscheidungen getroffen werden müssen, die jedes Gerechtigkeitsgefühl zuwider waren, das war sein Gefühl, er antwortete nicht mit seinem eigenen Gerechtigkeitsgefühl. Er arbeitete, auch der große Jähring, am Begriff. Und am Begriff des subjektiven Rechts eben. Es sei doch keine pure formale Willensmacht, sondern auch ein materiell rechtlich geschützter Interesse, wie man weiß. Also er machte auch in diesem Sinne Begriffsjurisprudenz. Und damit konnte er etwas anderes tun. Etwas Neues tun. Er konnte neuere Ausgleiche in den Rechtsverhältnissen rechtfertigen. Er änderte ganz bewusst anhand seines neuen Begriffs das juristische Argumentationsfeld im Kampf ums Recht. Es ist also nicht die Begriffsbildung, nicht die Arbeit an und mit Begriffen, die von der Rechtswissenschaft zu verbannen sind. Es ist nur die kleine, immer wieder insistierende platonistische Vulgate. Wenn wir uns
die immer noch florierte, also in Frankreich zumindest. Wenn wir uns vor dieser vulgären Vorstellung des Begriffs schützen, wenn unser Begriff von Begriff uns als eine Funktion des juristischen Diskurses reflektiert, klar wird, dann könnten und sollten wir darauf beharren, das Rechtsdiskurs als eine Arbeit an und mit Begriffen zu sehen. Wir können auch es verstehen, warum wir manchmal unsere Optik eben, unsere Begrifflichkeit ändern sollten oder gar müssten. Der letzte Punkt, den ich hier kurz erwähnen möchte, ist das folgende. Da unsere Rechtsbegriffe und insbesondere unsere staatsrechtlichen Begriffe durch keine Ewigkeitsklausel geschützt und verfestigt werden können, da sie uns nur ermöglichen, gewisse geschichtliche Zustände eines Rechtssystems zu erkennen und damit zu arbeiten, diese Begriffe selbst sind geschichtlich bedingt. Sie brauchen eine Art Begriffsgeschichte. Also ich gehe nicht analytisch vor. Diese Geschichte ist nicht die eines langen, ruhigen Flusses. Das Hauptaugenmerk muss deshalb auf Krisen und Spannungsverhältnisse, dort wo die echten semantischen Kämpfe geliefert werden. So war das bei Jering und dem Begriff des subjektiven Rechts. Ein Kampf ums Recht durch Begriffe. Und ich werde dies bald am Beispiel der Gründung eines modernen Verwaltungsrechts in Deutschland erörtern. Damals war ein echter semantischer Kampf um den Begriff des Verwaltungsrechts geliefert. Die Grundbegriffe des Rechts sind eigentlich durch das positive Recht, das heißt, ich meine die geltenden Texte des positiven Rechts, auch nur sehr selten bestimmt definiert. Und dies gilt insbesondere für staatsrechtliche Begriffe. Die Verfassung sagt uns nicht, was Souveränität ist. Nur das Wort. Auch nicht, was der Staat ist. Der Staat als juristische Person, es ist eine pure Konstruktion der Rechtsdogmatik. Was ist Gleichheit? Ich habe lange Zeit darüber gearbeitet. Was ist Menschenwürde? Was ist Verwaltung? Das alles wird nicht definiert. Also wir konstruieren diese Objekte, um das Recht funktionieren zu lassen. Oder in Frankreich, was heißt das doch? Laizität. Es gibt keine Definition in den Texten. Es gibt keine Definition im berühmten Gesetz von 1905. Und es gibt in der Rechtsprechung des Conseil d'État und des Verfassungsrates keine Definition. Also wie handeln wir dann mit diesem schweren Begriff? So manchmal sind wir schwer vom Begriff, kann man sagen. Aber was schützt eigentlich ein subjektives Recht? Das wird auch nicht gesagt. Ein Willensmacht oder ein Interesse? Das ist weder in Deutschland noch in Frankreich bestimmt. Es ist Aufgabe des Rechtsdiskurses, das heißt der Rechtsprechung und der Literatur, darüber die nötige Klarheit zu schaffen. Auch wenn diese Klarheit nur relativ, labil und historisch sein kann. Und das scheint mir umso wichtiger, da es darum, was ich pflege zu nennen, die juristische Grammatik geht. Wie eine Grammatik für eine Sprache sind diese Grundbegriffe die Bedingung der Möglichkeit jedes rational kontrollierbaren Rechtsnarrativen. Mein Kampf ums Recht ist also in erster Linie wieder mal ein Kampf um den Begriff. Deshalb habe ich mich auch die Aufgabe gestellt, eine kritische, komparative Reflexion über diese degenerativen Grammatiken des öffentlichen Rechts in Deutschland und Frankreich weiterzuführen. Das wäre eigentlich die beste Beschreibung meines Programms.
mit dem Begriff der Grammatik des Rechts. Also ein paar kurze Worte über die Gründung des klassischen öffentlichen Rechts und über die Bedeutung der deutsch-französischen Diskussion um 1900. Das war das Thema meines Vortrags letztes Jahr. Dann mache ich das hier sehr, sehr kurz und knapp. Ich möchte hier nur auf diese Bedeutung aufmerksam machen. Also auch dort das Thema, das habe ich schon gesagt, Entschuldigung. Am Vorabend des 19. Jahrhunderts hatte im ganzen Europa das deutsche Staatsrecht eine große Konjunktur und den allergrößten Ruf erlangt. Sogar außerhalb Europas. Es profitierte zwar von der schon etablierten, wohlerworbenen Renommee des deutschen Privatrechts, der deutschen Pandektistik. Aber die neue staatsrechtliche Schule, sagen wir nur, Gerber, Karl Friedrich Gerber, Paul Labat, der große Straßburger, bis ich kam nach Straßburg. Otto Mayer, der andere große Straßburger. Es gibt auch Karin Malbe, also wir sind viele große Straßburger. Ja. Wenn ich das gucke, nur rückschauen. Ja, Eisenmann, René Capitan und so weiter. Und dann auch bald Jelinek selbst. Also diese staatsrechtliche Schule, deutsche staatsrechtliche Schule, hat damals fasziniert. Fast jedes europäische Land hatte um 1900 etwa seinen eingeborenen kleinen Labant, der das einheimische Verfassungsrecht reformieren und entpolitisieren wollte. Man wollte überall, das ist etwas pauschal gesagt, aber eine echt wissenschaftliche Behandlung des Staatsrechts führen, betreiben. Im deutschen Sinne, der berühmteste Epigone, das sage ich für Valentino, ja, ist natürlich Vittorio Emanuele Orlando, der Italiener. Freust du dich? Ja, ja ich. Aber selbst Japan hatte in den 1920er Jahren seinen eigenen Jelinek und er hieß Tatsukishi Minobe. Zum Glück übte einen kleinen gallischen Dorf Widerstand aus gegen den Barbaren. Nach der Niederlage 1870 war die französische Intelligenz ja nicht gerne dazu geneigt, den deutschen Ideen den besten Empfang anzubieten. Immerhin gab es das klarste Bewusstsein, eine große Herausforderung anzunehmen. Die militärische Niederlage löste eine sogenannte, hast du schon erwähnt, deutsche Krise des französischen Denkens aus. Und die französischen Rechtswissenschaft, Privatrecht sowie Staatsrecht, wurde diese Krise nicht erspart. Die Deutschen wurden zu Gesprächspartner und Gesprächsgegner der französischen Rechtswissenschaft. Das ist sehr allgemein gesagt, aber es trifft trotzdem zu. Die französische Rechtswissenschaft musste die Deutsche überwinden und wenn möglich besiegen. Das war die Revanche. Jedenfalls wurde die deutsche Rechtswissenschaft zur Irritierung, permanente Irritierung der französischen. Der Austausch war damals richtig unausgeglichen. Die Franzosen haben begierig die Deutschen gelesen, um sie besser zu bekämpfen, sagte Léon Duguay, um sie besser zu bekämpfen. Aber er las sie sehr, sehr genau. Und die Amerikaner, die Engländer nicht. Manche Italiener. Also, mein Forschungsprogramm besteht darin, dieses komplizierte und tief polemische Verhältnis zu analysieren und zu verstehen. Es war gerade das Moment, wo das klassische öffentliche Recht in Frankreich sich
etablierte. Es war die Zeit um 1900, am Anfang der Dritten Republik, als das Verfassungsrecht sich institutionell an den juristischen Fakultäten und intellektuell mit den ersten großen Lehrbüchern entstanden ist. Und dieses Moment ist nicht ohne den Bezug zur deutschen staatsrechtlichen Dogmatik zu verstehen. Deshalb sind meines Erachtens die französischen Geschichte des französischen öffentlichen Rechts sozusagen halbiert. Es fehlt denen was? Dieser deutsche Bezug, um wirklich verstehen, was damals lief. Umgekehrt war die französische Literatur für die Entwicklung des deutschen öffentlichen Rechts überhaupt nicht so sehr prägend, das muss man gestehen. Die deutsche Entwicklung in diesem Bereich blieb grundsätzlich eine deutsche Sache. Bis zu einem nicht unwichtigen Punkt, die Gründung des modernen Verwaltungsrechts in Deutschland. Also das Programm Otto Mayers. In Deutschland ging das Staatsrecht bzw. das Verfassungsrecht dem Verwaltungsrecht voran. Also war zunächst systematisiert, verwissenschaftlich, also mit allen Vorbehalten, die man haben muss. In Frankreich dagegen war das Verwaltungsrecht schon wohl etabliert als das Verfassungsrecht in den ersten Jahren der Dritten Republik als legitimiertes juristisches Fach anerkannt wurde. Die Deutschen konnten also etwas in Frankreich im Bereich des Verwaltungsrechts suchen. Das haben sie auch getan. Also einer hat das getan. Unter den Deutschen war es die besondere Leistung von Otto Mayer. Aber die Frage muss noch offen bleiben, was eigentlich suchte Otto Mayer im französischen Verwaltungsrecht. Und das ist der dritte Punkt meines Vortrags. Otto Mayer, geboren 1846, gestorben 1924, zunächst also gilt als Gründungsvater des modernen deutschen Verwaltungsrechts, das weiß man, das weiß jeder. 1872 hat er sich als Anwalt in Mulhouse niedergelassen, also für mich ist es Frankreich. Er ging 1880 nach Straßburg, ließ sich dort habilitieren, wo er auch eine Professur 1882 erhielt. Aber nicht wie Labat, er blieb nicht bis zu Ende. Er ging dann nach Leipzig. Der Verräter. Laban starb in Straßburg, ein paar Wochen vor dem Ende des Ersten Weltkriegs. Dafür muss er bedankt werden. Aber seine Statue ist nicht wieder zu finden in Straßburg. Wir haben überall gesucht. Kein Laban mehr. Er hat den Weltkrieg nicht überlebt. In zwei Sinnen. Weil in Straßburg dann wirkte 1882, als Mayer die Professur erhielt, schon seit 10 Jahren Labant, der große Staatsrechtler, der 1876, 10 Jahre früher, den ersten Band seines wegweisenden Staatsrechts des Deutschen Reichs veröffentlicht hatte. Labant war damals, ich muss kurz darüber einige Worte sagen, der Hauptvertreter der neuen staatsrechtlichen Schule. Eigentlich kann man auch ein bisschen pauschal sagen, er übertrug die von Karl Friedrich Gerber für das Verfassungsrecht der deutschen Monarchien etablierte Methode, die sogenannte juristische Methode, auf das völlig neue Gebilde des Reiches, und das war schon eine große Konstruktion, ein Bundesstaat von Monarchien, was ein Unikum war und geblieben ist, wenn ich richtig sehe. Na, ein Wort über Otto Mayer. 1886 hatte er ein wichtiges Buch veröffentlicht,
Theorie des französischen Verwaltungsrechts. Es ist ein wunderbares Buch. Zwar hatten schon damals im französischen Zweiten Kaiserreich und am Anfang der Dritten Republik einige große Autoren des Verwaltungsrechts entscheidende Leistungen in diesem Bereich vollbracht. Das kann hier nur an Théophile Ducrot, Rodolphe Dares und vor allem Léon Coq erinnert werden. Jedoch, das Buch von Meyer erscheint 1886. Erst ein Jahr später, 1887, kommt die erste durchgedachte Systematisierung des französischen Verwaltungsrechts heraus. Das heißt, Le Traité de la Juridiction Administrative von Édouard Laferrière. Die erste Systematisierung, sagen wir so, mal so, des französischen Verwaltungsrechts. Das heißt, Otto Meyer war der Erste, weil sein Buch ist zutrefflich. Wunderbar. Dieses Buch wurde leider nicht übersetzt. Er ist fast unbekannt in Frankreich. Man kennt sein deutsches Verwaltungsrecht, weil es wurde übersetzt und es wurde von Otto Meyer selbst übersetzt. Das hilft ihm. Aber der hat seine Theorie des französischen Verwaltungsrechts nicht übersetzt. Es sind etwa 800 Seiten. Man kann auch verstehen. Ja. Wer schon ein bisschen übersetzt hat, kann sich das vorstellen. Seine feine Begrifflichkeit, sowie seine Systematisierungskunst, also seine so schöne deutsche Eigenschaften, hätten die Weiterentwicklung des französischen Verwaltungsrechts einen guten Beitrag bringen können. Das Buch wurde jedoch kaum beachtet. Die Franzosen haben Deutsch gelesen, sehr viele. Aber über das französische Verwaltungsrecht, warum sollte ich einen Deutscher lesen? Ja. So wie die französische Küche. Ja. Warum sollte ich in einem deutschen Restaurant gehen? Ja. Das hat keinen Sinn. Manchmal sind wir dazu gezwungen. Aber und eben umgekehrt, Otto Meyer nutzte die Angaben des französischen Verwaltungsrechts, um sein deutsches Verwaltungsrecht etwa 10 Jahre später, 1895, 96, die zwei Bände, zu seinem eigenen Verwaltungsrecht Halt und Grund zu verleihen. Und es kam insbesondere in Frankreich zur Legende: Otto Meyer, ein Deutscher. Was kann er nur tun? Er hat uns gestohlen. Ja, geklaut. Ja, klar. Da ist ein Deutscher, ja. Das kennen wir schon. Er hätte also das französische Verwaltungsrecht nach Deutschland importiert. Was er in diesen 10 Jahren etwa, 1886, 1895 geschah, war aber ein komplexerer Prozess. Und die hier vertretene These ist, das Programm Otto Meyers war nicht, das französische Verwaltungsrecht nach Deutschland zu importieren. Wie hätte man das auch überhaupt machen können? Sondern das Verwaltungsrecht im Rahmen der neueren Wissenschaft vom öffentlichen Recht, das heißt im Rahmen der Gerber-Laban-Schule, anders gesagt nach den methodologischen Vorschriften dieser Schule, als ein berechtigter Teil der Rechtswissenschaft zu etablieren, neben dem Staatsrecht, mit dem Staatsrecht, das wird es kompliziert. Und dabei hilft ihm ganz besonders ein Begriff, den er in der Tat in der französischen Literatur und Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht gefunden hat. Da hat nur diesen Grundbegriff. Mehr, wenig. Aber das war entscheidend. Die von Gerber in das Staatsrecht
Und Staatsrecht bedeutet nicht öffentliches Recht. Öffentliches Recht ist weiter gedacht. Das ist Staatsrecht. Wir würden sagen Verfassungsrecht, aber das ist auch nicht ganz gleich wie Verfassungsrecht. Also es ist kompliziert. Die Deutschen sind immer kompliziert. Das die von Gerber in das Staatsrecht eingeführte juristische Methode bedeutete den Versuch einer radikalen Trennung zwischen der politischen Betrachtung des Staates und der rein rechtlichen. Okay, das weiß jeder. Sie war auch auf die Suche nach einer, ich zitiere, rechtlichen Charakteristik des Staates. Deshalb konnte die politische Staatswissenschaft keineswegs mehr die natürliche und notwendige Grundlage des Staatsrechts sein. Ebenso wenig wie die Verwaltungslehre als Basis des Verwaltungsrechts angesehen werden konnte, was Lorenz von Stein damals noch dachte. Lorenz von Stein, der Erfinder der Verwaltungslehre. Dieser ersten methodischen Trennung folgte allerdings eine zweite. In einem wissenschaftlichen System des Staatsrechts, bei Gerber, müsste das Verwaltungsrecht grundsätzlich vor der Tür bleiben. In der Vorrede zur ersten Auflage seiner Grundzüge eines deutschen Staatsrechts, schreibt Gerber 1865, schreibt Gerber, ich zitiere, ich scheide den größten Teil des Stoffs, den man unter dem Namen Verwaltungsrecht zu begreifen pflegt, aus, indem er nach meiner Überzeugung mit dem Staatsrechte in keinem engeren Zusammenhang steht als das Straf- oder das Prozessrecht. Seine Verbindung mit dem Staatsrechte kann nur zu einer Trübung des dem letzteren eigentümlichen wissenschaftlichen Prinzip führen. Zitat Ende. Diese Ausgrenzung rechtfertigt er dadurch, dass die Ordnungen und Einrichtungen des Verwaltungsrechts, ich zitiere, zwar Produkte der wirkenden Staatsgewalt sind, aber ihre wissenschaftliche Darstellung den Einheitspunkt nicht in letzterer, sondern in der eigenen Zweckbestimmung derselben zu suchen hat. Zitat Ende. Die Grundsätze des Verwaltungsrechts, ich zitiere nochmal, erscheinen als völlig abgelöst von der allgemeinen Lehre über die Willensmacht des Staates, was der eigentliche Gegenstand des Staatsrechts ist. Die Schlussfolgerung ist unvermeidlich, ich zitiere nochmal, die Systematisierung des Staatsrechts nach den Rubriken Verfassungs- und Verwaltungsrechts ist daher wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen. Das heißt, man kann nicht das Staatsrecht als Verfassungs- plus Verwaltungsrecht sich vorstellen. Gerber war Zögling seines verehrten Meisters Georg Friedrich Puchter. Das muss man nie vergessen. Willensmacht ist der zentrale Begriff des Rechts bei Puchter. Das Recht ist verstanden bei Puchter als System der Willensmöglichkeiten. Willensmacht ist der formale Begriff des subjektiven Rechts. Formal wird Jering sagen. Denn Gerber nun auf den Bereich des Staatsrechts übertragen will. Formal wäre dieser Begriff deswegen, weil er von substanziellen Inhalten des Wollens, Interesse, Bedürfnisse, Zwecke absieht. Nur so formalisiert könne die Willensmacht als rein juristisch gelten. Folglich ist das Gerbersche Staatsrecht eine Lehre der Formen der Willensmacht des Staates. CQFD. Er bricht im eigentlichen Bereich der juristischen Analyse jede Staatszwecklehre ab. Nun sei, das wäre eine politische Betrachtung. Nun sei aber das Verwaltungsrecht in allererster Linie durch, er hat gesagt, Zweckbestimmungen geleitet. Dabei hatte Gerber das nicht systematisierbare materiell an den verschiedenen Gebieten der Staatstätigkeiten
orientierte Verwaltungsrecht im Blick. Das heißt, er hatte das Verwaltungsrecht des früheren 19. Jahrhunderts, das Verwaltungsrecht, das ein Robert von Mohl noch betrieben hat, ein Verwaltungsrecht nach dem alten Ressortprinzip klassifiziert, am Modell der alten Polizeiwissenschaft noch abhängig, ein Verwaltungsrecht, worüber Lorenz von Stein noch sich sehr lobend äußerte in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, indem er meinte, es hätte die Verbindung des Staatsrechts mit der Verwaltungslehre, mit seiner Verwaltungslehre, zu ihrem wahren Ausdruck gebracht. Und das war eben das, was Gerbers juristische Methode zu Ende bringen wollte. Dieses materiell konzipierte Verwaltungsrecht war mit dem eigenen formalistischen Ansatz, wenn man das so nennen darf, unvereinbar. Und dieser Formalismus bedeutete also nicht nur, dass Staatsrecht vor jedem wie bekannt, vor jedem Vorspiel im philosophischen Himmel zu bewahren, sondern ebenfalls, um seiner Selbstständigkeit willen, vor der unausweichlich materiellen Betrachtungsweise, die laut Gerber dem Verwaltungsrecht innewohnt. Er schreibt, im Gewerberecht, Schulrecht, Baurecht, Agrarrecht und so weiter, es wird immer überwiegt bei weitem der, ich zitiere, der materielle wirtschaftssozialrechtliche Charakter dem formellen staatsrechtlichen. Wenn Mohl vehement diese Ausscheidung des formellen staatsrechtlichen des Verwaltungsrechts kritisiert, ist es darauf zurückzuführen, dass er sich an das hält, was Gerber einen dürftigen Faden nennt, wonach das Staatsrecht alle Gebiete, auf denen der Staat mitreden und mithandeln darf, umfassen müsse. Und das ist nicht der Sinn des neuen Staatsrechts. Diese traditionelle Vorstellung sei eben das wesentliche Hindernis, das die Systematisierung und folglich Verwissenschaftlichung des Staatsrechts verhinderte. Der Preis dafür war jedoch die Imputation des Staatsrechts um sein verwaltungsrechtliches Glied. Die Reinheit und Selbstständigkeit des Staatsrechts würde leiden, schreibt Gerber, wenn man dasselbe wissenschaftliche System für den Platz der Darstellung der Rechte der Landstände, das ist also Staatsrecht auf hohem Niveau, und der Bestimmung über Vorkehrungen gegen die Rinderpest ansehen wollte. Das ist nicht auf hohem Niveau. Das Beispiel der Rinderpest vermittelt an dieser Stelle einen gewissen herablassenden Ton, das ist klar. Und wenn Gerber dann schreibt, ja, es wäre schön, wenn das Verwaltungsrecht ein System da findet, kann man bezweifeln, dass er denkt, das wäre überhaupt möglich. Weil das systematische Prinzip fehlt. Das ist zu materiell rechtlich. Aber durch diese Entzweiung des öffentlichen Rechts standen dessen zwei herkömmlichen Teile in keinem inneren Zusammenhang mehr. Nebeneinander. Dieses Ergebnis hatte seinen Grund in der Annahme, der Gegenstand des Staatsrechts sei von einem wissenschaftlichen Prinzip her zu konstruieren und nicht mehr aus dem vorgegebenen positiven Stoff der öffentlichen Tätigkeit des Staates, wie das noch bei Mohl der Fall war, und einer politischen Betrachtungsweise des Staates entsprach. Mit Recht bestand für Laband das Hauptverdienst Gerbers nicht darin, was er lehrt, sondern wie er es lehrt. Präziser in dieser, ich zitiere, in der deutschen Staatsrechtsliteratur bisher vermissten systematischen Abrundung des Stoffes. Da dieses Wie zur Ausgrenzung des Verwaltungsrechts führt, habe Gerber, schreibt Laband, mit vollem Recht getan. Das war 1866, das war die Rezension von Laband des Buchs von Gerber. 66. Er war noch in Königsberg. Laband. Etwa 10 Jahre später hatte sich allerdings bei Laband etwas geändert. Im zweiten Band seines Staatsrechts des Deutschen Reiches erstreckt sich das Kapitel über die Verwaltung des Reiches über etwa 300 Seiten.
Der erste Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den allgemeinen Grundsätzen. Dort wird eine juristische Lehre der Verwaltung entwickelt, die sich von den gewöhnlichen Vorstellungen abheben will und auch explizit von jener, die, ich zitiere, unter dem Wort Verwaltung die gesamte Fürsorge für die gesellschaftlichen Kulturinteresse zusammenfasst und, das ist das Wichtigste, das Verwaltungsrecht im Gegensatz zum Privatrecht, ja selbst zum Staatsrecht bringt. Da ist Gerber natürlich im Visier. Lavans Staatsrecht bedeutete, dass eine gewisse juristisch fundierte Verbindung des Verwaltungsrechts mit dem Staatsrecht herausgearbeitet werden sollte. Zugleich aber musste dies in einer grundsätzlich anderen Einstellung als der alten unsystematischen Trennung des gesamten Staatsrechts zwischen Verfassung und Verwaltungsrecht. Paragraph 67 des Staatsrechts bringt eine Leistung, die bei Gerber gänzlich fehlt, einen neuen Begriff der Verwaltung, der dem Ansatz der juristischen Methoden entspricht. Labant schreibt, das Wesen der Verwaltung besteht nicht in der Ausführung der Gesetze, sondern in der Durchführung der dem Staate obliegenden Aufgabe unter Beobachtung, das heißt ohne Verletzung der Gesetze. Daher muss man die Staatsverwaltung definieren als, ich zitiere, als die freie Tätigkeit der Staatsregierung, behufs Durchführung der staatlichen Aufgaben innerhalb der von der Rechtsordnung des Staates gestreckten Grenzen. Und damit wird klar, dass die Verwaltung ihrem Wesen nach auch freier Träger der Staatsgewalt und des Staatswillens ist. Ein Staatsrechtswissenschaft im Sinne Gerber als Wissenschaft der Willensmacht des Staates dürfe also die Verwaltung nicht so pauschal aus ihrem System verbaten. Bei Lavant gewinnt die Frage danach, wie die Verwaltung handelt und handeln darf, eine andere Dimension. Und deshalb sind die Rechtsgeschäfte der Verwaltung für das Staatsrecht, schreibt Lavant, von Belang. Und eine allgemeine Lehre der Formen der Verwaltung, ich glaube, bei den Deutschen ist es wieder neu, ja? Handlungsformen der Verwaltung, ein neues Trend, nach Verträgen und Befehlen für das neue Staatsrecht unerlässlich. Labans Rezension zu Mayers Theorie des französischen Verwaltungsrechts liefert ein andrückliches Zeugnis für sein Interesse an der Entwicklung einer Verwaltungsrechtswissenschaft. Ich fasse zusammen, was Laban sagt. Otto Mayer ist nicht nur der Berichterstatter des französischen Verwaltungsrechts. In der Tat macht er eine eigene Systematisierung dieses Verwaltungsrechts. Das heißt, er bringt die Methode mit, die deutsche Methode. Und damit kann er sich von der alten Polizeiwissenschaft, die Vorspiel für das Verwaltungsrecht Anfang des 19. Jahrhunderts war, er kann sich davon ganz trennen, indem er einen ganz neuen Begriff der Polizei, und das ist sehr wichtig, ich kann nicht weiter sagen. So, was Labant sieht, ist, wie Mayer in diesem Buch schon den Weg für ein deutsches Verwaltungsrecht vorbereitet. Aber eine Uneinigkeit besteht zwischen Labant und Mayer über die genaue Bestimmung des verwaltungsrechtlichen Felds und dessen Charakteristik. Der erstere markiert diese Unstimmigkeit anhand einer Kritik an Mayers Konstruktion der vermögensrechtlichen Verhältnisse öffentlicher Anstalten. Diese haben zwar eine staatsrechtliche Grundlage, sagt Labant, die gewisse, ich zitiere, Modifikationen der gewöhnlichen gemeingültigen Regeln des Privatrechts aufklärt und begründet. Es entsteht, schreibt Labant, als dann ein Spezialprivatrecht der öffentlichen Anstalt. Jedoch bleibt, ich zitiere, die juristische Natur des Vermögensrechts unverändert.
Man sieht, wie er Essentialist denkt. Ja. Es geht immer um Wesen, Natur eines Rechtsinstituts und so weiter. Vergleichbare Modifikationen betreffen ebenso das gemeine Strafrecht sowie das Prozessrecht. Deshalb teilt Laband das Verwaltungsrecht in vier Gruppen. Ein Verwaltungsrecht, ein staatsrechtliches Verwaltungsrecht, ein privatrechtliches Verwaltungsrecht, ein strafrechtliches Verwaltungsrecht und ein prozessrechtliches Verwaltungsrecht. Und er sagt, Verwaltungsrecht, ich zitiere, ist nicht eine spezifische Art von Recht. So, nur ein Teil des Verwaltungsrechts kann zum Staatsrecht zusammenhalten. Deshalb ist auch für Laban das Verwaltungsrecht kein System, geschlossenes System. Weder innerhalb des Staatsrechts noch von diesem unabhängig. Er schreibt, das Bestreben aus dem Verwaltungsrecht ein besonderes, eigenartiges Genus von Rechtssätzen zu machen, anstatt es als ein Konglomerat verschiedener artige Rechtssätze zu erkennen und bei jedem seiner Bestandteile der spezifischen Natur desselben gerecht zu werden, ist meines Erachtens das schwerste Hindernis einer befriedigenden Dogmatik des Verwaltungsrechts. Zitat Ende. Laban sieht richtig, dass Otto Meyer einen Begriff des Verwaltungsrechts entwickelt, der nicht partikular und nur für das französische Recht gelten wird, sondern einen allgemeinen Begriff vom Wesen des Verwaltungsrechts überhaupt darstellt. Das ist die Suche nach dem Wesen. Für Laban hat das Verwaltungsrecht kein Wesen. Er wird geteilt. Aber es gibt bei Meyer dieses Wesen. Und diesem Begriff nach ist das Verwaltungsrecht das Recht der durch die Verwaltung handelnden Staatsgewalt. Verwaltungsrechtliche Verhältnisse sind dementsprechend staatsrechtliche Verhältnisse, die durch die Ausübung der staatlichen hoheitlichen Macht entstehen. Das Verhältnis zwischen den Staaten und den Untertanen wird einseitig von dem handelnden Staat durch seine Handlung bestimmt. Der Staat gegenüber ist der einzelne, ich zitiere, der leidende Teil, dessen Verhältnis zum Staat von diesem einseitig bestimmt wird. Und in diesem Verhältnis übt der Staat nur die eine große Befugnis aus, die er als gesetzgebende oder vollziehende Gewalt aus dem Verfassungsrecht mitbringt, das heißt die hoheitliche Macht über die Einzelnen. Also diese Staatsgewalt bleibt dieselbe. Sei es bei dem Gesetzgeber, sei es bei der Verwaltung. Und damit muss man das neue Verwaltungsrecht konstruieren. Was findet er im französischen Verwaltungsrecht, was so wichtig ist? Das französische Verwaltungsrecht ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts relativ hoch entwickelt, insbesondere durch den Conseil d'État, unsere höchste Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und nicht nur. Okay. Die Grundeinrichtung dieses französischen Verwaltungsrechts ist der sogenannte Recours pour excès de pouvoir. Das heißt, unsere Art Anfechtungsklage. Aber die Grundfrage des französischen Verwaltungsrechts war, haben wir ein Kriterium, ein Merkmal, um die Kompetenz, die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit und noch besonders des Conseil d'État klar zu definieren, einzugrenzen und von der Kompetenz der Cour de Cassation, der ordentlichen Gerichtsbarkeit, zu trennen. Und als Otto Meyer schrieb, 1986, da begann ein Teil der Literatur. Ich sage, insbesondere Léon Coq, den ich schon zitiert habe. So, dieses Kriterium herauszuarbeiten. Und das wäre, man muss mit der Unterscheidung zwischen
Akte d'autorité, hoheitliche Akte oder Obrigkeitsakte, et Akte de gestion. Also, mal unterscheiden. Und natürlich Akte d'autorité, und wenn der Akt ein Obrigkeitsakt ist, ein Akte d'autorité ist, dann ist die Zuständigkeit, geht die Zuständigkeit nach dem Conseil d'État, nach der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und dieses Kompetenzkriterium wurde eigentlich auch zum Begriff des Wesens des Verwaltungsrechts verstanden. Also das Verwaltungsrecht ist das Recht der Autorität, der Akt d'autorité. Und natürlich Akt d'autorité und Staatsgewalt bei den Deutschen, es war so nah. Und diese Konstruktion, eben diese Konstruktion, übernimmt Otto Mayer, um sein deutsches Verwaltungsrecht zu konstruieren. Also Akte de gestion, ich hatte Bewirtschaftungsakte. Ich weiß nicht, ob es geht. Otto Mayer hatte das mit Geschäftsbesorgungen übersetzt. Aber es fehlt das Wort Akt. Naja. Damit dieses Konzept des Verwaltungsrechts und der Verwaltungstätigkeit ähnelte so sehr der Gerber-Laban-Bestimmung des Staatsrechts als Recht der Staatsgewalt, dass Otto Mayer kein Hindernis mehr sah, das so definierte und eingegrenzte Verwaltungsrecht als eigentlichen Teil des Staatsrechts wissenschaftlich zu behandeln. Also, das Verwaltungsrecht ist gänzlich ein Teil des Staatsrechts, des öffentlichen Rechts, des Staatsrechts. Aber Otto Mayer, wenn auch er im französischen Verwaltungsrecht den wahren Begriff der Verwaltung und des Verwaltungsrechts gefunden hat, fand, der diese rein juristische Konstruktion des deutschen Verwaltungsrechts ermöglichte, hatte dennoch nicht das französische Verwaltungsrecht in Deutschland eingeführt oder schlicht und einfach rezipiert. Und ich nenne nur drei Beispiele, ganz kurz, aus der verwaltungsrechtlichen Dogmatik. Die Definition, die berühmte Definition Mayers des Verwaltungsaktes als ein der Verwaltung zugehöriger obrigkeitlicher Ausspruch, der dem Untertan im Einzelfall bestimmt, was für ihn rechtens sein soll. So berühmt. Aber im französischen Verwaltungsrecht gleichzeitig war schon damals und bleibt heute noch die wichtigste Institution der Recours pour ce pouvoir, unsere Anfechtungsklage, wenn man will, wodurch der Kläger die Annullierung eines Verwaltungsaktes beantragen darf. Der Begriff des Verwaltungsaktes grenzt also damit die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Recours pour ce pouvoir. Aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts etwa war dieser Recours gegen manche Rechtsverordnungen und Rechtssatzung zulässig. Und in der Zeit von Mayer hat sich dieser Kreis erweitert, insbesondere koloniale Rechtsverordnungen. Sie waren als Gesetz angesehen und in den 80er Jahren, als Mayer spricht, dann wurden sie als Verwaltungsakte betrachtet. Das heißt, der Conseil d'État kann annullieren, kann. Also der Antrag ist zulässig. Und dann später, 1907, die sogenannte Règlement d'administration publique, die höchsten Rechtsverordnungen, die waren auch bis dann als Gesetzgebung angesehen und wurden zum Verwaltungsakt. So, das ist ganz anders und der Recours pour ce pouvoir kann nicht mit dem Anfechtungsklage so verwechselt werden. Ja, das bringt die Deutschen zu manchen Schwierigkeiten heute, insbesondere unter dem Titel der Zukunft unserer Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Klage von Verbänden
im Naturschutzrecht oder Natur, ja, noch sehr konkret. Zweite kurze Bemerkung. Ein zentraler Begriff Mayers Verwaltungsrecht war das öffentliche subjektive Recht. Und der Weg des französischen Recours Poissons de Pouvoir war von Anfang an entweder wegen Gesetzesverletzung, Violation der Loi, oder Verletzung eines sogenannten wohlerworbenen Rechts. Ein droit acquis. Okay. Aber die Entwicklung dieses Recours in der Zeit von Otto Mayer zeigt, dass die Violation der Loi, das heißt die Verletzung des objektiven Rechts, auf Kosten der wohlerworbenen Rechte immer mehr Platz genommen hat und um 1900, man weiß nicht ganz genau wann, verschwindet der Begriff der wohlerworbenen Rechte, des subjektiven Rechts. Und heute, es ist nicht erlaubt, ein subjektives Recht als Begründung eines Recours Poissons de Pouvoir vorzutragen. Also, das ist wirklich objektiv-rechtliche Kontrolle. Es ist Normenkontrolle und Verwaltungsaktkontrolle. Und drittens, endlich hatte der Begriff des öffentlich-rechtlichen Vertrags, trotz Mayers, ich habe das nicht erwähnt, aber vehementer begrifflicher Ablehnung, ein Vertrag kann nicht öffentlich-rechtlich sein. Ein Vertrag ist Gleichheit der Parteien. Und das Staatsrecht oder das öffentliche Recht, das ist Ungleichheit. Boah, das geht nicht zusammen. Okay, aber in Frankreich, das hatte in dieser Zeit genau sehr große Konjunktur. Die größten Aufsätze, Essay bei Maurice Oriot insbesondere, wo zum öffentlich-rechtlichen Vertrag, wurden damals geschrieben. Also, das war keine Importation, Import des Verwaltungsrechts, des französischen Verwaltungsrechts. Ich möchte nur noch einen kleinen Schluss, ich war schon sehr lange, Entschuldigung. Wie Jelinek feststellte, sind alle Grenzziehungen sowohl zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht als auch innerhalb des öffentlichen Rechts sehr relativ und vom Erkenntnisstandpunkt, Erkenntnisinteresse abhängig. Und Kraft seines neukantischen Ansatzes war es für ihn die Frage nach einem vermeintlichen Wesen des öffentlichen Rechts bedeutungslos. Natürlich, Gerber, Labanz und Mayer waren nicht so sophisticated in der Methodologie wie Jelinek. Sie dachten mit Wesenheiten, mit Substanzbegriffen. Aber sie arbeiten trotzdem mit und an Begriffen. Und wir können das betrachten, obwohl wir nicht mehr so essentialistisch denken. Sie benötigten es, um einen Wissenschaftsbereich zu bestimmen, abzugrenzen und zu erschließen. Die Frage nach der Wahrheit, die für sie wahrscheinlich von Belang war, sollte uns als zweck- und sinnlos erscheinen. Die Leistung war dennoch sehr groß. Und das ist das, was mich immer bewundert. Solche große Leistungen entstehen diskursiv, das heißt durch Diskussion, Kritik und insbesondere semantische Kämpfe um die Grundbegriffe. Und es geht dabei um die tiefe Grammatik eines juristischen Systems. Danke.